Session begrüßen. Ich will, wie üblich, gar nicht allzu viel hier vorwegnehmen, außer meiner Freude sozusagen Ausdruck verleihen, dass es uns gelungen ist, für dieses quasi abschließende Panel hier, oder fast abschließende Panel, Entschuldigung, hier oben Carsten Reinemann von der LMU in München zu gewinnen. Carsten Reinemann beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit Fragen der politischen Kommunikation. Sie sehen das auch schon hier vorne, hat sich sehr intensiv mit Fernsehduellen beschäftigt, was nicht zuletzt auch der Aufhänger dafür war, dass wir ihn gebeten haben, diesen Beitrag zu leisten. Und wenn ich, wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, es geht jetzt vor allem nochmal darum, diese Zielgerade auf dem Weg hin zum Wahltag etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Was passiert eigentlich dort bei den berühmt-berüchtigten Unentschlossenen? Und bevor ich dir irgendwas wegnehme, was eigentlich dein Einstiegsgag sein sollte, Carsten, würde ich jetzt dir nochmal herzlich danken, dass du gekommen bist und dir das Wort übergeben. Bitteschön. Ja, dankeschön. Auch allen Verbliebenen im Saal ganz herzlichen Dank, dass Sie nach diesem langen Tag hier noch ausharren. Und ich werde versuchen, es möglichst kurzweilig zu gestalten. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass es nicht auch am Anfang ein bisschen anstrengend wird. Da müssen Sie ein bisschen mitdenken. Aber ich denke, dass das schaffen Sie noch. Ich habe den Titel, den man vielleicht gleich sehen wird auf der Leinwand, da wird Ihnen auffallen, der Titel ist ein veränderter und es wird also nicht nur um TV-Duelle gehen, sondern ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen Ergebnisse zu präsentieren, die auch demnächst publiziert werden über eine Studie, die wir gemacht haben zum letzten Bundestagswahlkampf. Und der Ausgangspunkt dieser Studie waren im Prinzip zwei Beobachtungen. Die eine Beobachtung ist, wenn man Politiker fragt, wenn man viele Journalisten fragt und auch wenn man manche Kommunikationswissenschaftler fragt oder auch wenn man die Bürger fragt, dann sagen die, klar, die Medien, die haben eine extreme Wirkung und die beeinflussen auch die Entscheidung von Wahlen. Wenn man dann auf der anderen Seite schaut, was ist eigentlich der Bestand, der empirische Bestand, der Bestätigungsgrad von solchen Wirkungen, dann wird es schon sehr viel schwieriger, insbesondere bei den Kollegen in der Politikwissenschaft, auch in Standardlehrbüchern sozusagen, wird immer wieder gesagt, ja, es gibt bestimmte Arten von Wirkungen, aber was es nicht gibt, ist sozusagen Wirkungen von wertenden Darstellungen des Tenors der Berichterstattung auf Wahlentscheidungen. Und diese Diskrepanz, das ist eine der Beobachtungen, die uns beim letzten Bundestagswahlkampf beschäftigt hat. Die andere Fragestellung, die uns beschäftigt hat, ist, stimmen eigentlich die Annahmen, die so landläufig kolportiert worden, über das, was wir unsichere Wähler oder Spätentscheider nennen? Bei der letzten Bundestagswahl haben 4 Wochen vor der Wahl, und da sind sich die unterschiedlichen Institute relativ einig, etwa die Hälfte der Wähler gesagt, dass sie ihre Wahlentscheidung noch nicht getroffen haben. Und andererseits sehen wir in den Umfragen sozusagen immer so ein, häufig, zumindest war es bei der letzten Bundestagswahl, so ein Brett an Umfragedaten. Da scheint sich nicht besonders viel zu tun. Und die Frage ist, ist das eigentlich so, wenn man genauer hinschaut, dass diese Spätentscheider eigentlich gar nicht so wichtig sind, weil sie doch dann letztendlich nichts am Wahlergebnis verändern? Was ist das eigentlich mit dieser Gruppe der Spätentscheider? Wer ist das eigentlich? Und sind die, wie man das landläufig zuweilen hört, sind die eigentlich besonders beeinflussbar oder weniger beeinflussbar durch Wahlkämpfe, diese letzte Phase? Es sind in dem bisherigen Verlauf der Tagung schon eine ganze Reihe von Schlagwörtern gefallen. Da war der Zweifel zu hören gestern vom Vertreter der Linken, dass überhaupt dieses Wahlkämpfen in der letzten Phase jetzt noch so einen großen Unterschied macht. Da war davon die Rede, dass es mittlerweile vielleicht eine Resistenz gegen Medienwirkungen gibt. Es war auf der anderen Seite, und wir haben eigentlich relativ wenig, überraschend wenig über Volatilität, über Wechselwähler und über die Spätentscheider bislang gesprochen. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut, das jetzt nochmal zu tun. Und Herr Radunski hat den schönen Satz gesagt, ja, die Medien setzen die Themen, aber sie verwirren die Wähler eher. Das fand ich ganz bemerkenswert. Es ist von einer hohen Bedeutung der TV-Duelle die Rede gewesen. Und Herr Hilmer hat den schönen Satz gesagt, die Demoskopen kommen an den Einfluss der Medien eigentlich nicht heran. Und das war einer der Ausgangspunkte für die Studie, zu der ich Ihnen heute etwas sagen möchte. Es ist eine frappierende Diskrepanz zu beobachten, einerseits zwischen der Frage, wenn man die Leute, und das hat Thorsten Faas eben schon erwähnt, wenn man die Menschen fragt, was sind eigentlich ihre wichtigsten Quellen, Informationsquellen, was sind eigentlich die wichtigsten Hilfen für ihre Wahlentscheidungen, dann sagen die mit Abstand meisten Leute, es sind die klassischen journalistischen Medien. Da kommt das Fernsehen vor, da kommt die Zeitung vor, da kommt das Radio vor und auch die journalistischen
Angebote im Internet. Und auf der anderen Seite eben der eben schon erwähnte Unterschied oder diese Frage, kann man das eigentlich empirisch zeigen? Gibt es eigentlich empirische, harte Belege dafür, dass diese Wirkungen bestehen? Und da muss man, und das ist die erste Differenzierung, die ich Sie bitte mitzudenken, da kann man unterscheiden zwischen zwei Dingen. Das eine ist, was relativ großer Konsens ist, ist, dass Medien einfach dadurch, dass sie bestimmte Themen in den Vordergrund rücken, Effekte haben. Themen, die von den Medien intensiv berichtet werden, die werden auch zu wichtigen Themen in der Bevölkerung und sie verändern, und das ist der Effekt des Primings, die verändern unter Umständen auch die Kriterien, nach denen ich Parteien, Politiker, Konstellationen bewerte. Und hier ist man sich relativ einig, das gibt es, das passiert. Wo man sich weniger einig ist, ist die Frage, wie sieht es aus mit der wertenden Darstellung, mit dem Tenor der Berichterstattung? Macht der eigentlich einen Unterschied? Und hier gibt es sozusagen unterschiedliche Lager. Die einen sagen, okay, da passiert eigentlich nichts. Die Leute haben ihre parteipolitischen Einstellungen, die haben interpersonale Netzwerke und die federn diesen Einfluss der Medien eigentlich fast völlig ab. Wenn man über Medienwirkungen spricht, dann ist noch eine Differenzierung, glaube ich, notwendig, die voranzuschicken. Wenn man über Medienwirkungen redet, dann kann man einmal Medienwirkungen meinen, die einfach dadurch entstehen, dass Medien Transporteure von Ereignissen sind, Transporteure von PR, Transporteure von Politikeraussagen. Das ist im idealtypischen Fall bei TV-Duellen so. Da haben Journalisten natürlich über die Art der Fragestellung, über die Auswahl der Themen auch einen Einfluss, aber hier sind die Medien eher Transporteure. Was anderes ist es mit der aktuellen Berichterstattung. Da ist sozusagen der eigenständige Einfluss von Medien durch Selektion, durch Bewertung sehr viel höher einzuschätzen. Und wie kriege ich das jetzt auseinander? Wie kann ich eigentlich das erkennen, ob die Medien in ihrer aktuellen Berichterstattung auch primär Ereignisse einfach nur transportieren oder auch selbst als Konstrukteure agieren? Und da kann man sich überlegen, erkennen kann ich das, wenn sich Medien unterscheiden. Wir haben eben schon ein bisschen davon gehört, dass sich Medien vielleicht nicht mehr so unterscheiden, wie das noch vor 20 Jahren war in ihrer politischen Ausrichtung oder vor 30 Jahren. Aber immer wenn ich beobachten kann, dass Medien nicht im Gleichklang sind, dann habe ich einen Hinweis darauf, dass Journalisten, dass Redaktionen aktiv eingreifen. Ich möchte Sie ganz kurz in die sozusagen mitnehmen in die Forschung und versuchen Ihnen darzustellen, warum das eigentlich so schwierig ist oder diese Wirkungen nachzuweisen beziehungsweise wie das üblicherweise gemacht wird und was dabei eigentlich die Probleme sind. Was Sie vielleicht kennen ist, Sie sehen zwei Zeitreihen, die Berichterstattung in ganz vielen Medien, eine schöne Grafik, eine schöne Linie und Sie sehen dann eine Linie, wie sich die Wähler sozusagen bewegen in ihren Parteipräferenzen. Das ist etwas, was man eine Aggregatanalyse nennt und da wird sozusagen vermutet, wenn die Medien so berichten, die Medien insgesamt, dann tut das was oder tut das was nicht bei den Wählern. Was dahinter steckt eigentlich an so einer Art von Analyse, sind eine ganze Menge von Annahmen, die häufig nicht hinterfragt werden. Man hinterfragt beispielsweise nicht, stimmt das eigentlich, dass es den Tenor, den einheitliche Berichterstattung der Medien gibt? Stimmt das eigentlich, dass die Menschen diese Inhalte tatsächlich einheitlich wahrnehmen? Ist es nicht vielmehr so, dass ein und derselbe Medieninhalt von Menschen mit unterschiedlichem politischem Interesse, mit unterschiedlichen politischen Einstellungen ganz unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet wird? Und man kann bei dieser Art von Betrachtung, wenn ich einfach eine Medienzeitreihe und eine Zeitreihe von Parteipräferenzen beispielsweise, von Wahlabsichten nebeneinander stelle, letztlich nicht entscheiden, agieren die Medien hier einfach als Vermittler oder sind sie selbst Konstrukteure und ist das eigentlich das Entscheidende? Es gibt Analysen, die versuchen, diese Probleme zu lösen und das sind Analysen, die man als Individualanalysen bezeichnet. Hier bringe ich für die einzelnen Wähler zusammen, was denken die Menschen, wie verändern sie möglicherweise ihre Ansichten und welche Medien nutzen die. Die Probleme bei vielen dieser Analysen sind erstmal, die finden nur relativ geringe Medieneffekte. Das ist sozusagen ein Problem für denjenigen, der nach Medieneffekten sucht. Was aber häufig aber auch nicht gemacht wird, ist, man schaut sich gar nicht an, was passiert eigentlich in den Medien? Was finden dort eigentlich für Inhalte statt?
sondern man schließt einfach sozusagen Vergleich die Nutzer und die Nichtnutzer eines Mediums und versucht dort Wirkungen herauszudestillieren. Und was, und das ist, glaube ich, in vor dem Hintergrund des veränderten Mediennutzungsverhaltens und der heutigen Medienlandschaft eigentlich der entscheidende Punkt. In den meisten dieser Analysen konzentriert man sich auf ein ganz, ganz kleines Medienspektrum. Da werden die überregionalen Elitezeitungen, die hier meistens in der Diskussion sind, in den Fokus genommen. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich diese Zeitungen nutzen, dann ist es ein verschwindend geringer Prozentsatz. Das sind 7%, das sind vielleicht 8%. Dann wird meistens noch oder häufig die Bild-Zeitung dazu genommen und dann gibt es noch die überregionalen Tageszeitungen und das ist dann schon ein guter Schritt. Aber was völlig ausgeblendet wird, ist erstens die gesamte Regionalzeitungslandschaft, die immer noch sehr, sehr bedeutsam ist, trotz zurückgehender Reichweiten. Und was auch, und das ist der zentrale Punkt, was ausgeblendet wird, ist, dass die Menschen ja nicht einzelne Medien nutzen, sondern die Menschen kombinieren Medien miteinander. Das heißt, sie haben unterschiedliche Medienrepertoires. Und diese Medienrepertoires werden zunehmend vielfältiger und ich habe eine zunehmende Zahl von Leuten, die von aktueller Berichterstattung eigentlich gar nicht mehr erreicht werden und das spielt sich in bestimmten Gruppen in der Bevölkerung ab, die werden eigentlich gar nicht mehr erreicht und wenn ich das alles ausblende, dann kann ich auch nicht vernünftig untersuchen, wie Medien eigentlich in Wahlkämpfen wirken. Wichtig ist also, wenn ich Medienwirkungen vernünftig untersuchen würde, zumindest ist das unsere Ansicht, wenn ich das machen will, dann muss ich verschiedene Dinge mitdenken. Dann muss ich mir klar sein, es sind nicht Medien, die wirken, sondern es sind bestimmte Inhalte, die wirken. Das bedeutet, man muss Inhaltsanalysen in solchen Wirkungsanalysen machen. Menschen nutzen nicht einzelne Medien, sondern Medienrepertoires, deren Wirkung sich auf gegenseitig aufheben kann oder deren Wirkung sich addieren kann. Medienwirkungen sind dynamisch und sie sind unterschiedlich bei unterschiedlichen Menschen, je nach in Abhängigkeit von den Prädispositionen, von den Parteipräferenzen, von dem Involvement insbesondere, also dem politischen Interesse und dem politischen Kenntnisstand. Und wenn ich das abbilden will, dann muss ich das machen mit Panel Designs. Das heißt, ich muss einzelne Leute über eine längere Zeit verfolgen. Was Sie häufig oder was Sie in der Regel von den großen Instituten sehen, das sind Trendbefragungen. Das heißt, es werden immer wieder andere Leute befragt. Und so können Sie natürlich dynamische Veränderungen von Meinungen, von Einschätzungen, von Wahlverhalten nur sehr begrenzt nachzeichnen. Und einen anderen Weg, den wir eingeschlagen haben, um tatsächlich dieser Bedeutsamkeit von politischen Kenntnissen und politischem Interesse nachzugehen, ist, dass wir tatsächlich verschiedene Gruppen unterschieden haben, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Warum ist das politische Involvement, das politische Interesse, die politischen Kenntnisse von so hoher Bedeutung? Es ist nicht nur von Bedeutung, weil ich mit ganz unterschiedlicher Intensität Medien nutze, sondern auch, weil meine Verarbeitungsprozesse ganz anders aussehen. Hohe Aufmerksamkeit fördert ganz andere Arten von Informationsverarbeitung, als das bei niedriger Aufmerksamkeit der Fall ist. Diese tollen, animierten, bewegten Männchen, die sollen vor allem deutlich machen, dass wir es in der letzten Phase eines Wahlkampfs eben nicht mit Statik zu tun haben, sondern mit Dynamik. Und Sie werden das gleich noch sehen in den Daten, die ich Ihnen zeige, werden Sie sehen, wie unglaublich groß diese Dynamik ist, was vollkommen kontraintuitiv ist, wenn man das vergleicht mit diesen Flatlines, die wir sehen in den Trendbefragungen. Nochmal, um das auf den Punkt zu bringen, diese Medienrepertoires sind aus unserer Ansicht von so großer Bedeutung, weil es immer weniger Überschneidungen in der Mediennutzung gibt, weil es eine zunehmende Zahl von Nichtnutzern aktueller Medien gibt und weil es immer individuellere Medienrepertoires gibt. Und wenn ich das nicht abbilde, kann ich im Prinzip Medienwirkungen nicht vernünftig untersuchen. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Studie im Vorfeld der letzten Bundestagswahl 2009 durchgeführt und zwar eine Kombination aus einer relativ groß angelegten Inhaltsanalyse, einer Panelbefragung, einer fünfwelligen Panelbefragung und wir haben auch noch das TV-Duell untersucht. Vielleicht kommen wir da dann in der Diskussion noch ein bisschen intensiver zu. Wir haben, und das ist ganz wichtig, dass Sie das beim Folgenden im Gedächtnis behalten, das handelt sich um eine repräsentative Befragung, nicht für Gesamtdeutschland, sondern für Berlin. Also wenn Sie sagen, oh, Berlin ist doch vollkommen irrelevant, das kann ich doch gar nicht auf die Bundesebene übertragen und pipapo. Sie haben natürlich recht, was sozusagen das Gesamtwahlergebnis angeht, aber
Sie haben, glaube ich, Unrecht, wenn es um die grundsätzlichen Fragen von Medienwirkungen, von Dynamik, der Veränderung von Meinungen und Einstellungen geht. Es ging uns hier an dieser Stelle bei dieser Studie nicht darum, sozusagen für Gesamtdeutschland repräsentativ zu sein, sondern es ging uns darum, und das ist einer der wesentlichen Gründe für diese regionale Stichprobe, das Medienrepertoire, was die Menschen haben, möglichst umfassend abzubilden. Und das kann man eben tatsächlich für Berlin machen oder für eine andere Großstadt in Deutschland, kann man aber schlecht für ganz Deutschland machen, weil da müsste man sämtliche Regionalzeitungen in Deutschland analysieren für 4 Wochen. Relativ schwierig. Also, das ist sozusagen der Trade-off, den wir haben. Das bitte ich Sie im Hintergrund zu behalten. Aber die grundsätzlichen Dinge, auf die ich hinweisen möchte, die bleiben, glaube ich, bestehen. Also 5 Wellen in den 5 Wochen vor der Wahl 2009. Wir haben also versucht, die Leute jede Woche zu befragen. Nicht alle Leute werden in jeder Welle befragt. Und das, was ich Ihnen vor allem präsentieren werde, sind Daten aus dieser Inhaltsanalyse und der Veränderung vom ersten Zeitpunkt 4 Wochen vor der Wahl und dem Zeitpunkt unmittelbar nach der Wahl, also die Nachwahlbefragung. Eine erste Frage, die man stellen kann, die für die Frage des Nachweises von Medienwirkung und die Frage von der Sinnhaftigkeit von solchen Analysen tatsächlich wichtig ist, ist die Berichterstattung verschiedener Medien stabil und konsonant. Was ich Ihnen als erstes mitgebracht habe, sind die wichtigsten Einzelthemen, die man in den letzten 4 Wochen in der Medienberichterstattung, erstmal der Medien insgesamt, tatsächlich feststellen konnte. Und das, was man hier sieht, ist eine immense Fluktuation. Wir haben also beispielsweise hier Außenpolitik, das ist Kundus sozusagen, ein immenser Ausschlag. Wir haben einen immensen Ausschlag in der Berichterstattung im Zusammenhang mit dem TV-Duell. Und dann wir haben einen immensen Ausschlag in der Vorwahlwoche bezüglich des Themas Koalitionen. Da hat die FDP einen Sonderparteitag gemacht und dieses Thema wunderbar in den Medien gesetzt. Sozusagen nochmal einerseits die Koalitionsaussage bestärkt, andererseits die Angst vor der großen Koalition, die Diskussion, die nach dem TV-Duell schon angefangen hat, dann tatsächlich nochmal ganz doll intensiviert. Ein ganz, ganz wichtiges Ereignis für die verschiedensten Elemente der Berichterstattung in diesem Wahlkampf 2009 war das TV-Duell. Das TV-Duell war der einzige Punkt, in dem Frank-Walter Steinmeier in Bezug auf die Präsenz mit der Kanzlerin gleichziehen konnte. Vorher und nachher war er weit weniger präsent. Was das TV-Duell aber auch gemacht hat, es hat die Frage der Großen Koalition ganz intensiv in der Berichterstattung verankert. Das sieht man jetzt hier auf diesem Chart nicht. Das heißt, das TV-Duell hat nicht nur Auswirkungen auf die unmittelbaren Zuschauer, sondern es verändert oder es kann tatsächlich auch Diskurse verändern, das heißt Themen setzen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Angelegenheit. Jetzt stellt sich die Frage, wir haben vorhin schon gehört, ja, also die Medienberichterstattung wird ja immer eintöniger und es gibt keine Unterschiede mehr. Wir in unseren Daten sehen eigentlich ein bisschen was anderes. Wir sehen nämlich, dass es durchaus Präferenzen von unterschiedlichen Medien für unterschiedliche Parteien gibt. Also dass die Tatsache, dass Kai Diekmann jetzt mit Herrn Rösler sich umarmend gesehen wurde, das verwundert mich. Die Bild-Zeitung war nämlich bereits 2009 und dann und zwar verschärft am Ende des Wahlkampfs das Medium, was die FDP wirklich am positivsten dargestellt hat. Da war sozusagen die Frage, können wir eine große Koalition verhindern für die Bild-Zeitung in der letzten Phase, relativ wichtig. Aber das ist gar nicht meine Hauptmessage hier an dieser Stelle. Was Sie hier sehen, ist abgetragen der Tenor der Darstellung, das ist sozusagen ein Saldo von positiven und negativen Beiträgen. Für die FDP und die Grünen gibt es hier unterschiedliche Quadranten, also eher Medien, die der FDP negativ und den Grünen positiv gegenüberstanden, dann andere Medien, die beide eher positiv dargestellt haben. Die Grünen waren im Übrigen die einzige Partei, die über alle Medien hinweg eine positive Berichterstattung hatte, durchweg im Wahlkampf 2009 und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt trotz dieser zu Wahlen zu beobachten Konsonanz, gerade in verschiedenen, gerade in Krisenzeiten oder Skandalen, gibt es immer noch Unterschiede. Und das sehen wir auch bei der Bewertung der Kanzlerkandidaten.
wo es ganz deutlich wird, dass es bestimmte Medien gibt, die eben tatsächlich eine eher Pro-Merkel-Haltung haben. Manche stellen beide Kandidaten sehr gut dar, andere wie die FAZ und die BZ, die liegen da, wo man sie erwarten würde. Ja. Der Kernpunkt ist, es gibt nach wie vor Unterschiede im Tenor der Darstellung der Parteien, der Koalitionen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich anschaut, wie kombinieren eigentlich einzelne Wähler die Medien miteinander und wie sieht dann sozusagen die Summe des Medieninhalts aus, den sie dort bekommen. Aggregatanalysen, wo man sich einfach nur die Medien anschaut und die Wähler führen hier in die Irre. Ein weiteres Element ist jetzt, also die Medien unterscheiden sich, das kann man, glaube ich, zeigen. Und die Frage ist, wie sieht das eigentlich mit den Wählern aus? Kann man auf Seiten der Wähler zeigen, dass es hier Unterschiede gibt, die sie mehr oder weniger anfällig machen für Medienwirkung in diesen letzten 4 Wochen vor der Wahl? Und was wir uns da angeschaut haben, es gibt ja eine Diskussion, die wir auch intensiv in einem Buch, das demnächst erscheinen wird, ausführen, die Frage, wie identifiziert man eigentlich diese Spätentscheider? Wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten miteinander verglichen und diskutiert. Und wir haben uns entschieden, diejenigen, die sich 4 Wochen vor der Wahl noch nicht völlig sicher sind, wen sie wählen würden, als Spätentscheider zu klassifizieren. Und wir haben uns dann angeschaut, sind diese Spätentscheider eigentlich eine homogene Gruppe? Kann man sagen, es gibt die Spätentscheider? Und die Antwort ist trivial, wie man sie sich vielleicht denken kann. Nein, es gibt nicht die Spätentscheider. Es gibt vor allem Spätentscheider, die sich eklatant darin unterscheiden, ob sie politisch interessiert oder politisch uninteressiert sind. Und wenn man die miteinander vergleicht, dann kommt man zu einer Fülle von Differenzen, die dafür auch wichtig sind, wie die Medien wirken. Also wir hatten in unserer Studie, und das stimmt ziemlich auch mit dem überein, was wir bundesweit gesehen haben, 52% von Spätentscheider. Und wir haben die unterschieden in eher involvierte und uninvolvierte. Und wir haben vergleichen sozusagen dann die ganze Zeit dann später auch diese 4 Gruppen von Wählern. Und was man sehen kann ist, und darauf möchte ich Sie besonders hinweisen, sind diese Differenzen zwischen den involvierten und uninvolvierten Spätentscheidern. Wir haben also extrem hochinteressierte Spätentscheider und diejenigen, die herzlich wenig wissen. Die einen haben zu 50% keine Parteibindung, die anderen haben durchschnittlich eine Parteibindung. Bei den einen ist die Intensität der Kommunikation extrem hoch. Und das ist im Übrigen ein interessanter Unterschied zu dem, was Thorsten vorhin gesagt hat. Bei uns war es tatsächlich so, dass gerade diese involvierten Spätentscheider extrem in Gesprächen aktiv waren. Ja, da sagten 50% der Leute, für mich ist diese interpersonale Kommunikation sehr, sehr wichtig. Während man bei den Uninvolvierten den Eindruck haben muss, die unterhalten sich eigentlich kaum über Politik. Das ist sehr, sehr wenig. Und was auch interessant ist, das fiel auch gestern schon, oder fiel die These, die Leute interessieren sich ja gar nicht für Koalitionen. Das stimmt so nicht, glaube ich. Es interessieren sich vor allem die involvierten Spätentscheider interessieren sich für Koalitionen. Das sind nämlich dann am Ende diejenigen, die sich entscheiden, ob sie CDU oder FDP wählen, unter anderem, ja, oder ob sie der SPD oder den Grünen ihre Stimme geben. Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht so. Und es gibt einen eklatanten Unterschied in der Aufmerksamkeit für den Wahlkampf bei den Uninvolvierten und Uninvolvierten. Das würde zu weit führen, das jetzt noch näher aufzudröseln. Im Übrigen für die Werber, falls die noch da sind, ja, für die Uninvolvierten scheint die Werbung wichtiger zu sein, zumindest nach den Selbstaussagen. Ja, das ist ein ganz interessanter Befund. Okay, ich habe jetzt versucht, Ihnen einerseits zu sagen, es gibt unterschiedliche Medieninhalte. Die Leute kombinieren unterschiedliche Medien miteinander, die unterschiedlichen Tenor haben. Und dann kann man die Frage stellen, ja, wozu führt das eigentlich? Das führt dazu, dass die Leute ein ganz unterschiedliches Medienumfeld haben. Und wir haben sozusagen in der Analyse das versucht zu lösen, indem wir uns angeschaut haben, welche Medien nutzen die Leute eigentlich alle, wie berichten diese Medien dann, und man kann das dann additiv sozusagen miteinander verrechnen und einen Strich drunter ziehen und sich fragen, beispielsweise, wie viele positive oder negative Beiträge über Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier haben eigentlich die Menschen so bekommen. Und das ist das, was Sie hier sehen. Sie sehen auf der Achse hier die Anzahl der Befragten,
die wir da haben. Das ist jetzt eine für die Zeit zwischen der ersten und der Welle und der Nachwahlbefragung. Und was Sie hier abgetragen sehen, ist jeweils die Zahl der Leute, die einen bestimmten Medientenor auf für sich persönlich in ihrem persönlichen Medienumfeld haben. Und Sie sehen, es gibt da unglaubliche Unterschiede. Ja, wir gucken immer auf die Medien, aber wenn ich dann mir anschaue, was kommt eigentlich bei den Menschen an, wenn ich mal das gesamte Medienrepertoire sehe, was die Leute haben, dann sehe ich, wie groß diese Unterschiede eigentlich sind. Und wenn ich dann einfach nur auf die Medien und die Wähler schaue, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich keine Effekte finde, weil ich das schlicht unberücksichtigt lasse. Die These, die gestern gefallen ist, in einem Vortrag war und die man eben auf Basis von solchen Schaubildern häufig auch sozusagen belegen kann, ist, es tut sich eigentlich in dieser letzten Wahlkampfphase nichts mehr. Ja, die Umfragen sind irgendwie flach, okay, da gibt es dann die FDP mal, ja, die dann mal aufpoppt. Und da gibt es 2005, wo es einen Last-Minute-Swing gab bei der SPD oder 2002. Aber im Grunde sind die Leute doch festgelegt. Die wissen doch eh, was sie wählen. Diese Frage kann man nur, die Frage, ob das stimmt, kann man nur beantworten, wenn man tatsächlich sich anschaut, wie das auf der Individualebene bei den einzelnen Wählern ist, ob die eigentlich ihre Einschätzung verändern. Man kann aber auch einen anderen Weg gehen, man kann nämlich ab von der Wahlabsicht gehen und sich andere Merkmale anschauen und gucken, verändern die sich eigentlich auch schon im Aggregat, im Trend. Und da habe ich Ihnen drei Beispiele mitgebracht für den letzten Wahlkampf. Und was Sie hier sehen, sind die Meinungen erstmal über die Kanzlerkandidaten. Und das sind gute Meinungen hier gemeint, positive Meinungen. Und was man dabei sehen kann, ohne große Statistik bemühen zu müssen, dieses TV-Duell hatte einen deutlichen Effekt auf die Meinungen über Steinmeier. Dieses TV-Duell hatte Auswirkungen auf die Kanzlerpräferenzen der Leute. Und dieses TV-Duell hat die Koalitionserwartungen im Verlauf des Wahlkampfs extrem beeinflusst. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten nach dem TV-Duell, oder eigentlich schon vorher, eine Diskussion darüber, wird jetzt die Große Koalition fortgesetzt. Die ganze Dramaturgie, die ganzen Fragen der Journalisten in diesem TV-Duell waren eigentlich darauf gerichtet, nicht die Differenzen, sondern die Gemeinsamkeiten zu zeigen. Ja, also das ist tatsächlich ein Riesenfehler gewesen. Die vier Moderatoren sind natürlich auch ein Riesenfehler. Ja. Aber da tut sich was. Und wenn man sich dann anschaut, wie sieht das eigentlich bei den einzelnen Leuten aus, auf der Individualebene, dann wird deutlich, wie gravierend diese Veränderungen tatsächlich in den vier Wochen vor der Wahl dann tatsächlich noch sein können. Und ich mache jetzt mal so ein schnelles Zahlendropping. Nach unseren Daten, wenn man die erste Welle der Befragung mit der letzten oder der Vorwahlwoche jeweils vergleicht, 29% der Leute haben ihre vermeintlich langfristige Parteibindung verändert in diesen vier Wochen. Ihre Meinung über die Kandidaten haben im Fall von Merkel 32%, im Fall von Steinmeier 45% verändert. Ihre Kanzlerpräferenz haben 23% verändert. Die Kompetenzeinschätzungen haben über 30% der Leute verändert. Ihre Meinungen über die Große Koalition haben 31% verändert. Und ihre Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer Großen Koalition 33%. Und nicht weniger als etwas mehr als ein Drittel hat in der Welle vier Wochen vor der Wahl eine andere Wahlabsicht geäußert als die, die sie dann tatsächlich gewählt haben. Da ist ordentlich Musik drin, will ich mal so sagen. Wenn man sich das anschaut, dann kann man schon ohne große Statistik, wie gesagt, sagen, dass der wichtigste Auslöser für eine ganze Reihe von Veränderungen das TV-Duell war. Es ist auf jeden Fall so, dass die Spätentscheider ihre Meinungen und Wahlabsichten deutlich häufiger als die Frühentscheider verändern und die stärksten Veränderungen zeigen sich bei den wenig involvierten Spätentscheidern. Wenn man sich das mal anschaut, jetzt zeige ich Ihnen noch ein paar Zahlen, beispielsweise im Vergleich der Uninvolvierten, hier das sind die Meinungen über Merkel Steinmeier, für die methodisch Interessierten, das war eine fünfstufige Skala, wobei wir nur das auf drei reduziert haben. Ja, also positiv,
weder noch und negativ und nur das als Veränderungen gewertet haben, was tatsächlich auf diesen drei Skalenpunkten passiert ist. Und da sehen Sie, dass nicht weniger als 50% der Leute, der uninvolvierten Spätentscheider, ihre Meinungen über Merkel und Steinmeier beispielsweise verändert haben. Die Veränderungen sind deutlich größer als bei den Involvierten. Es ist viel über Lager gesprochen worden. Und was ich hier noch mitgebracht habe, ist die Frage, wenn wir nicht auf die Wahlabsichten schauen, sondern auf die möglicherweise gewählten Parteien, dann sieht man, wie groß die Bereitschaft ist, auch über diese Lagergrenzen hinwegzudenken. Und zwar hier auch wieder insbesondere bei den Uninvolvierten. Wir hatten zum ersten Befragungszeitpunkt 45% der Uninvolvierten, die sozusagen von den politisch Interessierten zum Teil abstruse Parteikombinationen aufgewiesen haben, ja, wo man sich denkt, wie kann das sein, dass jemand die Linkspartei, die CDU, die FDP und die SPD als wählbar für sich einschätzt. Ja? All das gibt es dort draußen. Ja? Das nimmt dann ab, aber es gibt immer noch viele und wir haben hier sozusagen noch die Linkspartei zum linken Lager gerechnet. Wenn man die noch rausnehmen würde, wäre es sozusagen noch dramatischer. Das heißt, es geht offensichtlich eben nicht nur um das, was innerhalb eines Lagers passiert. Und das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal. Ich habe gesagt, das Wahlverhalten ist instabil. Und das Wahlverhalten bzw. die Differenz zwischen der Wahlabsicht 4 Wochen vorher und dem, was am Wahltag passiert, ist ganz besonders eklatant natürlich bei den Spätentscheidern und hier bei den uninvolvierten Spätentscheidern. Das heißt, bei 65% dieser uninvolvierten Spätentscheider hier in Berlin gab es eine Diskrepanz zwischen dem, was sie 4 Wochen vorher gesagt haben, mit dem, was sie dann tatsächlich abgestimmt haben. Und das ist eigentlich mein Lieblingschart, muss ich Ihnen sagen. Hier ist nämlich jetzt gegenübergestellt, was die Leute gesagt haben, dass sie gewählt haben und das, was sie 4 Wochen vor der Wahl als Wahlabsicht angegeben haben. Das, was Sie in der Diagonale sehen, ist jeweils der Prozentsatz der Wähler einer bestimmten Partei, bei der das stabil war. Und da verstehe ich auch den Vertreter der Linkspartei gestern, der sagte, Wahlkämpfe ändern nichts. Das stimmt für die Linkspartei. Ja? Also wer 4 Wochen vor der Wahl sagt, ich wähle Linkspartei, der wählt dann auch die Linkspartei. Ja? Das ist ganz klar. Bei den anderen Parteien ist das ganz anders. Also bei der FDP beispielsweise ist es nur etwa knapp mehr als die Hälfte. Das Interessante, das habe ich Ihnen nicht mitgebracht, ist, wenn man das Ganze umdreht, also fragt, wer von denjenigen, die eine bestimmte Partei wählen, hat das auch 4 Wochen vorher gesagt. Das ist nochmal eine etwas andere Betrachtung. Aber da sieht man für die FDP interessanterweise, dass diese Austauschprozesse in beide Richtungen gehen. Ja, es gibt wahnsinnig viele Leute, die gesagt haben, ich 4 Wochen vor der Wahl, ich werde die FDP, aber das dann nicht getan haben. Und andererseits eben die andere eben beschriebene Richtung. Und worauf ich Sie hier auch aufmerksam machen wollte, ohne das überzuinterpretieren, weil es hier eine Berliner Stichprobe ist, ja, aber vom Prinzip her, dass die wählbaren Parteienspektren sehr groß sind und dass es Austauschprozesse in alle möglichen Richtungen gibt. Ich glaube, der Befund ist nicht von der Hand zu weisen. Und dann noch auch, und das ist eigentlich ist das mein Lieblingschart, wir haben eine ganz einfache Frage gestellt. Wir haben den Leuten die Frage gestellt, wenn Sie mal jetzt an Ihre Wahlentscheidung denken, die Sie am Sonntag getroffen haben, also in der Nachwahlbefragung, haben Sie eigentlich sich länger darüber Gedanken gemacht oder haben Sie das eher aus dem Bauch raus gemacht? Und da sagen nicht weniger als ein Drittel der uninvolvierten Spätentscheider, eigentlich habe ich das aus dem Bauch raus gemacht. Ja? Das heißt, wenn wir über Inhalte reden, über Konzepte, dann ist das für manche wahrscheinlich wichtig, für andere Gruppen in der Wählerschaft eher zweitrangig. Und jetzt, worum es eigentlich gehen soll, nämlich die Frage von Medienwirkung. Und jetzt erspare ich Ihnen die ganze Statistik, die dahinter steckt. Ich präsentiere Ihnen also keine wilden Tabellen mit wilden Koeffizienten, die aber Sie dann in der Publikation sozusagen nachlesen können, wenn Sie möchten. Das ist jetzt ein bisschen pointiert, aber ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Was wir einerseits gesehen haben im Bundestagswahlkampf 2009, und das ist ja auch jetzt in den letzten Tagen mit anderen Begrifflichkeiten wieder diskutiert worden, sind Agenda-Setting und Priming-Effekte. Das heißt, Themen, die in den Medien sehr, sehr stark dominieren, die verändern einerseits das, was die Menschen für wichtig halten. Und Kunduz hätte im Wahlkampf 2009 das Potenzial gehabt, zu einem
wahlverändernden Thema zu werden, wenn sich nicht mit Ausnahme der Linkspartei alle im Bundestag vertretenen Parteien darin einig gewesen wären, dass man daraus lieber keine Diskussion macht, weil die Mehrheit der Deutschen diesen Einsatz eigentlich ablehnt. Aber das hätte sicherlich das Potenzial gehabt. Nichtsdestotrotz hat der Luftschlag von Kunduz, und das kann man in unseren Daten sehr schön zeigen, die Kriterien verändert, nach denen die Kandidaten bewertet wurden. Die außenpolitische Kompetenz wurde unter den verschiedenen Kompetenzfeldern, die wir in der Analyse haben, zur wichtigsten Sachkompetenz. Und was wir auch zeigen können, ist, dass das TV-Duell tatsächlich im Hinblick auf diese Kriterien Veränderungen herbeigeführt wurde. Die Persönlichkeit der Kandidaten als Kriterium für ihre Gesamtbeurteilung wurde wichtiger und auch wichtiger für die Frage, ob ich die SPD wähle oder nicht, wurde der Faktor Steinmeier. Ganz besonders auffällig diese Effekte bei den beiden Spätentscheidergruppen. Und was wir auch zeigen können, und da sind wir natürlich außerordentlich glücklich, ja, wir können tatsächlich Effekte von wertender Darstellung von Medien zeigen. Und diese Effekte sind, weil wir das auf der Individualebene gemacht haben, mit diesen Medienrepertoires, sind keine Effekte der Ereignislage. Das sind Effekte der Darstellung. Das sind keine Rieseneffekte, das muss man ganz ehrlich sagen, aber sie sind messbar. Das sind keine durchgängigen Effekte über die unterschiedlichen Gruppen, für alle Parteien, für alle Merkmale, aber es gibt eine ganze Reihe an Stellen, wo wir das zeigen können. Für uns waren mehrere Dinge überraschend. Das erste Ding, was überraschend war, ist, dass diese Medieneffekte, die wir da finden, keineswegs nur die Spätentscheider betreffen, sondern auch die Frühentscheider, die sich nämlich dann doch nochmal verändern. Und was wir auch nicht finden können, das hat eigentlich am meisten überrascht, was wir auch nicht finden können, ist, dass die Uninvolvierten, die man immer so für so beeinflussbar hält, ja, durch Berichterstattung, dass die beeinflussbarer gewesen wären als die involvierten Spätentscheider. Wir finden bei den Involvierten, bei bestimmten Gruppen, beispielsweise in Bezug auf die Wahl der CDU, finden wir Effekte, eben nur bei diesen Involvierten. Und das kann man zurückführen auf die Darstellung der unterschiedlichen Koalitionsoptionen beispielsweise. Wir finden aber auch Medieneffekte, die sich nicht in so eine einfache Logik pressen lassen, wie die Kanzlerin wird negativ dargestellt und deswegen wählen die Leute auf einmal die SPD. Wir finden auch sowas wie Solidarisierungseffekte. Das heißt, die Leute werden eher noch darin bestärkt, eine Partei zu wählen, beziehungsweise sie werden wieder dort in diese Richtung gebracht. Und wir finden Effekte von Berichterstattung auf Parteien, um die es eigentlich gar nicht geht. Also es wird über die Große Koalition berichtet und auf einmal wird die FDP gewählt. Oder das reduziert die Chancen, dass CDU gewählt wird. Jeweils auf der individuellen Ebene. Das sind Dinge, die man noch viel intensiver untersuchen muss, da können wir erstmals in die Richtung gehen, aber das ist tatsächlich, glaube ich, sehr wichtig. Also, es gibt diese Medieneffekte, die sind nicht immer dramatisch groß, die treten nur in einzelnen Wählersegmenten auf, aber sie sind da auch auf Wahlverhalten. Dann kommen ganz wichtig diese Effekte von TV-Duellen dazu. Und es ist wichtig, dass diese Medieneffekte von ganz unterschiedlichen Merkmalen der Darstellung ausgehen können. Und was man natürlich aber auch nicht von der Hand weisen kann, ist, dass diese Komplexität dieser Medienwirkung gerade in vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Medienrepertoires so hoch ist, dass das erstens analytische Herausforderung ist und dass zweitens man natürlich, und das sieht man dann in den Trendbefragungen, dass sich solche Effekte zuweilen gegenseitig aufheben. In anderen Wahlen, wie jetzt in Niedersachsen, sah das möglicherweise anders aus. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie das nachlesen wollen in Langform, dann können Sie das hier tun. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wunderbar, vielen Dank, Carsten. Ich würde vielleicht nochmal einen Einwurf von mir, ehe ich das Plenum öffne, anbringen. Es gibt ja so eine Lesart, dass dieses TV-Duell 2009 so langweilig und überflüssig war, dass das Format eigentlich durch ist und sowieso nicht nach Deutschland passt. Darf ich annehmen, aufgrund deiner Ergebnisse, dass du das anders siehst?
Ja, ich sehe das anders, auf jeden Fall. Also wir hatten beim TV-Duell 2009 immer noch eine Reichweite von 14 Millionen. Das ist mit Abstand das wichtigste Medienereignis. Die nächste Wahlsondersendung hatte irgendwie so 4 Millionen Reichweite. Das heißt, es hatte immer noch eine hohe Bedeutung, obwohl vorher in der medialen sozusagen Vorabberichterstattung schon sozusagen dieser Langeweile-Diskurs auch auf dieses TV-Duell übertragen wurde und sich dann, wie eben schon erwähnt, tatsächlich auch in den Fragestellungen der Moderatoren oder ja Moderatoren muss man eigentlich sagen, dort deutlich niedergeschlagen hat. Ich würde mal wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, würde mal die These wagen, dass das in diesem Jahr auch wieder anders werden kann, weil einfach die Rahmenbedingungen ganz andere sind. Was 2009 tatsächlich leider der Fall war, ist, dass insbesondere die politisch weniger Interessierten dort als Zielgruppe eher weggebrochen sind. Ja. Was in den vorhergehenden Jahren ganz anders war, aber möglicherweise schafft man das, dass es dieses Jahr anders wird. Aber da sind natürlich auch die Veranstalter gefragt. Ja, vielen Dank. 2009 war ProSieben ja so freundlich, den Simpsons-Film gegen das TV-Duell laufen zu lassen. Das tatsächlich, ja, das kann man zeigen. Also das. Aber wir wollen jetzt nicht nur über das TV-Duell sprechen, auch wenn, glaube ich, zwei glühende Verfechter des TV-Duells hier oben sitzen, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich habe eine Frage hier vorne schon von Manuela Glab. Hier gibt es noch eine Wortmeldung und ich würde in bewährter Manier darum bitten, dass Sie einfach zum Mikrofon gehen und Ihre Fragen stellen. Manuela, bitte. Ja, zunächst mal vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag, weil er ja auch nochmal den Blick darauf gerichtet hat, dass wir der Frage weiter nachgehen müssen, wie sich mit dem veränderten Mediennutzungsverhalten auch die Medienwirkung auch anders darstellt. Meine Anmerkung und Frage geht aber auf den Punkt, den Sie auch mehrfach angesprochen hatten, der Koalitionsoptionen. Ich würde das gar nicht als Widerspruch zur gestrigen Diskussion sehen, sondern als eine Differenzierung, denn es erhärtet ja im Grunde unseren Befund, dass diejenigen, die entkoppelt sind, in dem Sinne, dass sie sich gar nicht mehr interessieren dafür, was in der Politik passiert und dass dann eben auch nicht so involviert sind in diese Debatten, nicht wirklich erreichbar sind durch koalitionsstrategische Machtspiele. Mhm. Die Frage wäre, wodurch könnte man sie denn erreichen? Haben Sie da auch Anhaltspunkte in Ihren Daten? Mhm. Also was wir sehen können, wir haben die Leute auch jeweils in den Wellen gefragt, was sie eigentlich interessiert, worüber sie gerne noch mehr erfahren würden sozusagen. Und da haben wir unterschiedliche Dinge vorgegeben, was also ihre Wahlentscheidung noch beeinflussen könnte. Da waren Umfragen dabei, da waren Koalitionen dabei, da war die Persönlichkeit der Kandidaten dabei. Und da ist es tatsächlich so, da war bei den uninvolvierten Spätentscheidern tatsächlich dieser Personenfaktor im Vergleich zu den anderen etwas höher ausgeprägt. Aber ich glaube, da kann ich eigentlich auch nur ins selbe Horn stoßen, wie es hier verschiedene Vorredner schon getan haben. Das geht, glaube ich, primär über Themen, die in der Lebenswelt der entsprechenden Leute verankert sind. Ja, ich glaube, hier geht es nicht so sehr um Kommunikations-, also kann es auch um Kommunikationsinstrumente gehen, aber da ist vermutlich der Blog, ja, das heißt, das persönliche Hingehen ist wahrscheinlich eine gute Idee. Weil ich natürlich auch dort über Social Media relativ wenig Erfolg haben werde, weil auch hier die Schere in der Politikwahrnehmung oder Zuwendung auch bei Social Media natürlich gravierend ist zwischen denen, die sich interessieren und die sich nicht interessieren. Also wie gesagt, auf der inhaltlichen Ebene ja, Zuwendung und dann aber auch direkte Wähleransprache ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Experiment, was jetzt hier läuft, wenn es so professionalisiert wird. Sie sind sofort dran. Hier vorne gab es noch eine Frage. Genau, bitte. Kurt Stupek, sind Sie nicht auch gleichzeitig gezwungen, einen Selektionsprozess vorab vorzunehmen, in dem Maße, dass Sie gezwungen sind, sich auf die zu beschränken, die bereit sind, sich zu politisch zu outen? Ja. Was also, ist diese Gruppe derer, die sich nicht politisch outet? Ja. Diese Frage ist mir schon vorher gekommen. Ist das nicht auch gerade ein Problem, wenn wir darüber diskutieren, wie mobilisieren wir jetzt Leute? Erzähle ich unbedingt meinem Nachbarn, wen ich wähle? Das ist also noch
Die minimalste Ebene. Aber die andere Frage ist eben, selbst bei denen, die also 4 Wochen vorher sagen, sag ich nicht. Es gibt eben auch die, die sagen, ich sage in keinem Fall. Das gilt nicht nur für die Nichtwähler. Also meinen Sie das jetzt als methodisches Problem sozusagen, wie wir versuchen, das zu... Ja, auch als methodisches Problem. Mhm. Und als Frage auch der Exaktheit, ja. Wenn, ja, also... was man natürlich sagen muss, wir haben in dieser Panelbefragung, eigentlich war unser ursprüngliches Ziel, wir wollen Wähler und nicht, letztendliche Nichtwähler miteinander vergleichen. Ja. Wir haben dann festgestellt, wir haben eigentlich am Ende nur noch Wähler. Ja. Das ist blöd, weil wir die Frage Nichtwähler versus Wähler nicht beantworten können. Aber wenn wir sozusagen unser Ergebnis, unser Nachwahlbefragungsergebnis mit dem Berliner Wahlergebnis vergleichen, dann kommen wir in eine ziemliche Punktlandung. Das heißt, wir können hiermit Aussagen machen über diejenigen, die letztendlich gewählt haben, aber nicht über diejenigen so sehr, die letztendlich gesagt haben, ich gehe nicht zur Wahl. Ja, wobei der Prozentsatz ist da, das habe ich jetzt eben nicht gezeigt, aber das kann man auch verfolgen. Und diese, jetzt muss ich kurz nachdenken, diejenigen, die gesagt haben, wir machen keine Angabe in der ersten Welle, da hat sich das interessanterweise über das fast das gesamte Parteienspektrum verteilt, ja, nachher in der sozusagen in der berichteten Wahl, was gegen die These spricht, dass die Leute sich nicht geoutet haben. Wobei wir natürlich extrem wenige Wähler rechtsextremer Parteien haben und so weiter und so fort. Aber das verteilt sich und man kann nicht sagen, dass sich jetzt Linksparteiwähler nicht geoutet hätten oder sowas. Was, glaube ich, ein anderer wichtiger Punkt ist, den Sie sozusagen indirekt für die Wahlkampfstrategien ansprechen, der auch gestern gefallen ist, gerade oder der heute noch gefallen ist, glaube ich, über die FDP, ist tatsächlich ein wichtiger. Es gibt einfach Konjunkturen, es gibt Konjunkturen in der öffentlichen Meinung, in der Medienmeinung, die dazu führen, dass unter Umständen dann eben eine Unterschätzung gerade von Kleinparteien da ist. Ich glaube auch, dass sich das zum Wahltag hin nochmal dramatisch verändert, insbesondere dann, wenn wir wieder Diskussionen über Koalitionsoptionen, über eine mögliche große Koalition, über Rot-Rot-Grün bekommen. Vielen Dank. Bitte. Florian Schuck, Uni Kassel. Ich habe eine Frage und zwar, Per Steinbrück hat im November, Dezember mehr TV-Duelle gefordert, 3 an der Zahl. Frau Merkel meinte, mit ihr würde es nur 1 geben. Wie ist Ihre Meinung da zur Mobilisierung beziehungsweise einfach die Einstellung, ob es mehr TV-Duelle geben sollte? Danke. Ja, es wohnen 2 Herzen, in meiner Brust, würde ich da sagen. Ja. Also, grundsätzlich habe ich eigentlich ein Problem damit, dass wir insbesondere von der öffentlich-rechtlichen Seite ein TV-Duell haben, was sich auf die beiden großen Parteien beschränkt. Das ist nicht einzusehen. Ja. Es gibt andere Länder, die das genauso hinkriegen, und zwar spannende Formate. Ich denke an Großbritannien, ja, mit 3 Kandidaten. Es gibt ganz überall auf der Welt gibt es TV-Duelle, zum Teil mit mehr Kandidaten. Und ich glaube, man sieht auch in den TV-Wahl-Sondersendungen, die zum Teil mit Kandidaten oder mit in allen im Bundestag vertretenen Parteien engagieren, dass das eine spannende Sache ist. Also diese Fokussierung ist sozusagen vor dem Hintergrund unseres parlamentarischen Mehrparteiensystems, ja, Verhältniswahlrecht und so weiter, ist es eine problematische Sache. Satz 1. Satz 2. Wenn ich das schon mache, dann sollte ich mehrere machen. Das sieht man in den USA, da gibt es dann thematisch zugeschnittene TV-Duelle, in denen einzelne Themenbereiche dann auch im Detail abgearbeitet werden. Wir haben hier, das ist im Übrigen in der Medienberichterstattung mal ganz faszinierend, da drüben ist alles nur Show in den USA und so weiter. Aber wenn man sich mal anschaut, wie in den TV-Duellen tatsächlich auch mit Substanz diskutiert wird, ja, die heißen ja nicht umsonst dort Debatten, ja, dann sieht man das schon. Würde ich also eher dafür plädieren, dass man mehrere macht, um diese Themenbreite abzudecken. Und noch ein dritter Satz, aus strategischer Sicht, ist ein TV-Duell natürlich extrem gefährlich, insbesondere für eine Amtsinhaberin, weil natürlich der Herausforderer in der Regel in einem ersten Duell die Chance hat zu überraschen. Das haben wir bei den letzten Malen gesehen. Die Medienreaktion auf Steinmeier war unter anderem und auch der Leute so positiv, weil er die Erwartungen übertroffen hat. Das ist Stoiber 2002 wunderbar gelungen. Ja, dann im zweiten ist er dann abgeschmiert. Ja, und deswegen ist es eigentlich sozusagen von Frau Merkels Seite
Es ist so ein bisschen zwiespältig. Ja. Und auf der anderen Seite wird sie sagen, ja, 2 Wochen vor der Wahl ist immer noch genug Zeit, damit sich das wieder verliert, weil das haben wir natürlich 2009 auch gesehen. Das muss nicht anhalten oder dieser Effekt hält nicht an, trägt nicht weiter, wenn er nicht durch weitere Kommunikation, insbesondere durch positive Medienberichterstattung dann im Weiteren flankiert wird. Wo wir bei Anzahlen gerade sind, wie viele Moderatoren würdest du vorschlagen? Einen. Ganz klar. Ein Moderator. Ja? Gute amerikanische Tradition ja, eigentlich. Natürlich, das ist das Beste, was man machen kann. Bitte. Alles andere ist albern. Jan Engelhardt, IG Metall. Erste kurze These. Wir haben bei den letzten 3 Bundestagswahlen jeweils immer einen dominierenden Kurztrend erlebt. 2002 Anti-Stoiber, insbesondere bei der jungen Generation. 2005 sozusagen pro Schröder und seine Themen mit einer enormen Dynamik. 2009 hat die FDP profitiert, auch mit der Steuerfrage. 2 Punkte. A, sehen Sie das sozusagen als, sage ich mal, eine Einrichtung, die sich stabilisiert, dass sich sozusagen ein Boomtrend rausstellt in den letzten 3 bis 4 Wochen, der dann durchfließt und ich sage mal nochmal zumindest 3 bis 4% Wahlentscheidung insgesamt verändern kann? Und B, jetzt sagen Sie TV-Duell und Ansichten oder sowas, gibt es da auch Möglichkeiten, sowas zu steuern, so einen, sage ich mal, Letztrend mit zu inszenieren? Und dann noch haben Sie mich drauf gebracht, weil es jetzt immer wieder auftaucht in 5 oder 6 Beiträgen, jetzt auch bei Ihnen, ist diese Geschichte Rot-Rot-Grün sozusagen die letzte Angstaxt, die dann die amtierende Regierung reinwerfen kann, um die Mehrheit zu holen. Also Letzteres mit Sicherheit. Ja, die Karte wird mit Sicherheit gezogen werden. Das ist hier so oft diskutiert werden, dass man das sozusagen absehen kann. Auch wenn man mit gutem Grund sagen kann, dass es nicht so sein wird. Ja, auch weil die Aussagen entsprechend sind und hinlänglich Erfahrungen mit den Effekten von Hessen vorhanden sind. Aber dass das als kommunikative Linie kommen wird, ich glaube, da kann man relativ sicher sein. Und umso intensiver, je unsicherer die Wahl unmittelbar vorher dann noch ist, wenn sich also keine, dann doch nicht noch eine Mehrheit für das eine oder andere abzeichnet. Ihre erste Frage, ich weiß gar nicht, ob ich die Diagnose teile, dass es sozusagen immer nur einen dominierenden Trend gab in diesen Wahlen. Das müsste ich jetzt tatsächlich erst nochmal überlegen, ob das tatsächlich der Fall war. Ich glaube schon, dass es jetzt zumindest was 2009 angeht, dass wir tatsächlich in den letzten 2 Wochen insbesondere dieses Koalitionsthema ganz groß hatten. Ja, es hat mit dem TV-Duell angefangen und ist dann weitergetragen worden. Außerordentlich clever gemacht von der FDP, nochmal eine Woche vor der Wahl, dieser Parteitag. Das war ein wichtiges Thema, auch in der Medienberichterstattung dann. Und hat, glaube ich, bei vielen Unionswählern, die auch eben eher was Schwarz-Gelbes haben wollen, eben diese Tendenz bewirkt, dort die FDP zu wählen. Das gute Wahlergebnis der FDP ist natürlich primär nicht auf Steuerkonzepte, sondern auf koalitionstaktische Überlegungen zurückzuführen gewesen. 2 Fragen, die miteinander eng zu tun haben. Das eine ist, wenn ich die Zahlen richtig auf die Schnelle gesehen habe, dann ist ja viel der Umentscheidung im selben Lager. Leute, die sagen, ich wähle SPD, dann wählen sie doch Grün und umgekehrt, auch relativ gleichgewichtig hin und her, Schwarz-Gelb ähnlich. Das, indem ich das richtig mitgeschnitten habe, können Sie eine Aussage machen zum Thema Splitting? Inwieweit jemand, der gesagt hat, ich wähle mit meiner 2-Stimme CDU, dann zur FDP gewechselt ist mit dem Splitting-Gedanken und nicht mit dem, ich finde die doch besser? Konnten Sie das auch im Vergleich zu Erststimmen zum Beispiel irgendwie abmessen sozusagen, wie viel dann am Ende wirklich taktisches Weglaufen ist? Ja. Also wir haben natürlich Erst- und Zweitstimme gemessen, aber ich kann Ihnen jetzt aus dem Kopf keine
nicht die Zahlen nennen. Aber was man sehr gut sehen kann, ist eben, wir haben auch nach den bevorzugten Koalitionen gefragt. Ja, und das sind auch Analysen, die wir da drin haben, wo man eben sehen kann, dass die Leute, die dann sich doch in Richtung FDP entschieden haben, dann eher diejenigen waren, die tatsächlich eine schwarz-gelbe Koalition präferiert haben vor einer großen Koalition. Also von daher ist das Argument sozusagen gestützt. Sie haben auch gesagt, dass es einen wachsenden Prozentsatz von Leuten gibt, die nicht mehr von Medien erreicht werden. Was sind das denn für Leute, so nach sozioökonomischen Kriterien oder nach Prädisposition? Und wo gehen die hin? Also was man ganz klar sagen kann, ist, dass das eben wenig interessierte, weniger gebildete, junge Leute sind, die von tagesaktueller Medienberichterstattung nur noch am Rande erreicht werden. Wir haben 15 aktuelle Medien hier in Berlin in der Analyse drin. Also der gesamte Tageszeitungsmarkt, Spiegel Online, die großen Nachrichtensender und so weiter und so fort, haben gefragt, ob die genutzt werden. Und wir hatten, glaube ich, bei den uninvolvierten Spätentscheidern hatten wir einen Prozentsatz von, legen Sie mich nicht fest, ja, aber ich glaube, einem Viertel ungefähr, die gesagt haben, sie nutzen kein einziges dieser Medien täglich oder fast täglich. Und das ist schon... von daher ist das die Gruppe, glaube ich, die erreichbar ist. Und interessant ist in den Analysen, wenn man nachher erklären will, warum haben die Leute eigentlich so gewählt, wie sie gewählt haben, dann kann man das manchmal gar nicht vernünftig erklären mit statistischen Modellen. Ja. Man wirft erklärende Größen rein, ja, wie die Wahlabsicht zum Beispiel 4 Wochen vorher. Und wenn man dann erklären will, warum haben die eigentlich die FDP gewählt, dann erklärt einem das Modell nichts. Ja. Das ist schon ein ziemlich irritierender Befund. Und wenn man dann dazu noch weiß, dass das die Leute sind, die sich ganz häufig eben aus dem Bauch entscheiden, erst in den Tagen vor der Wahl oder am Wahltag entscheiden, dann ist das eine der sozusagen der spannendsten Punkte für die weitere Forschung, dort nachzugucken und zu schauen, okay, was spielt sich da eigentlich ab? Wir müssen nach dem Bauchinhalt fragen. Nach dem Bauchinhalt. Ich habe noch eine Frage. Wenn ich mir jetzt, also bei denjenigen, die von Medien erreicht werden, sagst du, das ist schon der Medientenor, der durchaus auch einen Effekt hat. Ja, natürlich, um das vielleicht nochmal ein bisschen zu, ich habe das ein bisschen pointiert gesagt, weil eben die herrschende Meinung ist, das gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich sozusagen die bestehenden Meinungen, die spielen natürlich nach wie vor immer die größte Rolle, das ist ganz klar. Ja. Also die Leute sind kein unbeschriebenes Blatt. Es ist aber sozusagen durchaus messbar, dass eben dieser Medientenor in bestimmten Gruppen, bei bestimmten Parteien eben einen zusätzlichen Erklärungsbeitrag leistet. Also ja, in der Wissenschaft wird es sehr kritisch gesehen. Ich glaube, im politischen Betrieb sind die Leute sofort bei dir und keine PK ohne Medienschelte sozusagen dieser Tage. Die Frage ist ja so ein bisschen, ist das eine Medienkonstruktion an der Stelle oder spiegeln Medien eigentlich nur Performances von Kandidaten wider? Mhm. Kannst du dazu was sagen? Also ist es ein Bias, der da reinkommt oder ist es eigentlich nur ein Wiedergeben von schlechter Performance? Ja. Also es gibt natürlich beides, aber unser Argument ist, und das habe ich versucht eben auch zu zeigen, wenn wir zeigen können, dass sich die Medien in ihrer Darstellung unterscheiden, und zwar gravierend unterscheiden, von Politikern, von Parteien, dann kann das dann eine Wirkung, die dann entsteht, nicht auf die Ereignislage oder das sozusagen die objektive Realität zurückzuführen sein. Dann gibt es einen Effekt der aktiven Konstruktion von Realität, von Medienrealität. Bitte. Ganz kurz nochmal die Frage nach den 25%, die keine tagesaktuellen Medien konsumieren und wo sie hingehen. Mhm. Ach so, es war medial sozusagen, wo die sich informieren oder? Ach so, okay, dann habe ich das. Okay, habe ich nicht beantwortet. Wir haben die Leute natürlich auch gefragt, ganz offen, nutzen sie das Internet, um sich zu informieren oder sonst irgendwas. Die nehmen natürlich zum Teil, aber zu einem geringen Teil, manche Wahl, die eine oder andere Wahlsondersendung im Fernsehen war. Eine relativ große Einschaltquote hatte die Stefan Raab
Sendung, TV Total zur Bundestagswahl am Samstagabend davor in dieser Gruppe. Aber ansonsten muss man sagen, die informieren sich schlicht nicht groß. Ja? Sozusagen die allgemeine Intensität der Mediennutzung ist relativ gering. Und man muss das ja vor dem Hintergrund sehen, dass wir hier eigentlich nur Leute haben, die tatsächlich zur Wahl gegangen sind. Diejenigen, die nicht gewählt haben, die haben wir ja noch nicht mal. Ja? Und da gibt es sicherlich, man hat ja die Studie von Allensbach und der Bertelsmann Stiftung jetzt auch nochmal gesehen, wobei die Politikwissenschaftler natürlich auch ganz, ganz viel zu gemacht hat. Da dürfte das dann nochmal viel extremer sein. Ja? Das stimmt, wobei das philosophische Problem, das hatten Sie ja auch eben angesprochen, ich glaube, es gibt schon auch ein Segment in der Gesellschaft, das wir mit Umfragen nicht erreichen. Mhm. Und es gab ja auch mal eine Forsa-Umfrage zu Nichtwählern. Da kam dann raus, dass die Nichtwähler so unglaublich interessiert seien und höher interessiert als die Wähler. Und da haben wir echt auch im Umfragebereich ein Problem, dass wir in bestimmte Teile der Gesellschaft echt nur noch schwer vordringen. Und also es ist ein philosophisches Problem. Wie erfahren wir was über Leute, die wir nicht erreichen? Weder sozusagen mit Umfragen noch mit Wahlaufrufen. Keine unspannende Frage. Jetzt gibt es noch eine von mir oder wem auch immer ausgelöste Kurz- und Bitte-Intervention. Ich wollte einfach fragen, ob Sie neben sozusagen den klassischen Medien auch andere dann gegengefragt haben, insbesondere bei den Leuten der sozusagen Spätentscheider aus der Gruppe, die Sie genannt haben. Hintergrund ist folgender, wir haben das über einen eigenen Werbevortrag damals dargelegt bekommen. Die FDP hat einen Film auf YouTube geschaltet, 20 Sekunden, laut Aussage von den YouTube-Vertretern, über 1 Million Aufrufe vor dem letzten Wahltag, wo sozusagen in 20 Sekunden Steuersenkungen versprochen wurden. Den gibt es, diesen Film von Westerwelle. Und deswegen würde mich interessieren, das ist ja sozusagen kein klassischer Medieninformationskanal, gerade der Gruppe, die Sie genannt haben, aber möglicherweise ein Kanal, wo die aus ganz anderen Gründen dann drin sind, weil sie sich halt Filmchen angucken an der Stelle, gar nicht mal mit politischem Inhalt. Gab es da sozusagen so eine Gegenbefragung? Also was nutzt ihr ansonsten? Irgendwas machen die ja, wenn sie im Netz sind? Wir haben natürlich gefragt, wo im Internet die sich bewegen, ja, und wir haben auch, wie gesagt, offen nach Aktivitäten im Internet gefragt, aber das war gerade in dieser Gruppe nichts, was mit politischer Information zu tun hat. Ja. Ja, wobei ich natürlich mir überlegen muss, wie läuft das ab bei YouTube, ja, wenn ich FDP bin, dann, also mich wundert diese Zahl 1 Million, das ist mir neu, ich bin erstmal skeptisch, ja, dass ein FDP-Video vor der Wahl diese Millionengrenze Okay, aber also ein Werbemittel im Prinzip, ein Werbefilm, genauso wie TV-Werbung, ja, so Werbung haben wir drin, ja, die war auch tatsächlich für die uninvolvierten Spätentscheider hoch. Ich kann jetzt nicht differenzieren, wo die Wahlwerbung stattfindet, aber Sie kennen das vielleicht von sich, wenn Sie Wahlwerbung von der Partei sehen, im Netz. Es gab eine Zeit lang, da kriegte ich immer Spots von der Bayerischen Staatsregierung. Die habe ich mir sozusagen aus Interesse angeschaut, aus fachlichem Interesse, aber in den meisten Fällen wissen Sie, was damit passiert. Ja. Gut. Wunderbar, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr und ich weiß auch, dass Carsten Reinemann noch zum Flughafen muss, um heil zurückzukommen. Insofern gehen Sie nicht weg, wir machen unmittelbar weiter, aber erst nachdem ich natürlich Carsten Reinemann ganz, ganz herzlich für seinen Input hier gedankt habe, Ihnen für die Diskussion. Und Herr Leif würde jetzt sagen, uns steht ein fulminanter Abschluss bevor. Insofern gebe ich unmittelbar weiter an Manuela Glab, die dann auch den abschließenden Referentengebühren vorstellen wird. Vielen Dank.